Okay, die Teile sind wieder da. Gucken wir mal, wie die aussehen. Okay. So, da haben wir Kleinteile, Federn. Okay, schauen wir raus. Haufen Federn dabei. So. Ist auch nichts mehr drin. Nö. Griffschalen. Der Müll kommt weg. So, gucken wir mal. Ein bisschen bessere Übersicht. Besseres Licht. Also es ist erstaunlich, wie viele Teile man in so eine kleine Pistole reinkriegt. Jo, erwartungsgemäß reichlich Rost. Jo. Gut, aber es ist nicht so dramatisch. Magazin sieht übel aus. Griffschalen, ja, die sind noch top. Magazinfeder ist ziemlich verrostet. Das müsste Magazinhalter sein. Der ist auch ziemlich gammelig. Und da sehe ich auch eine Nummer, die nicht zu der Pistole passt. Also ist diese Waffe nicht nummerngleich. Naja, was soll's. Okay, nachdem ich die Teile mit Bremsenreiniger gereinigt habe, kann man wunderbar sehen, wo überall Rost ist und wie super ein Öl dazu geeignet ist, den Rost zu verdecken, den eigentlich keiner braucht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute bescheißen sich selbst und pinseln die Dinge extra dick ein, weil sie ihren eigenen Rost nicht sehen wollen. Aber der ist da und es wird immer mehr. Da in Fingerrillen. Es ist erstaunlich, wie gut Öl den Rost verdeckt. Nur so wieder ein Ticken Luft wieder dran kommt. Und dann rostet es weiter. Das ist erschreckend. Gut. Dann geht's ab ins Wasserbad. Und dann sehen wir uns wieder.